Diese kurze Lesung aus dem Einleitungskapitel des Buchs soll auch eine Verneigung sein vor dem selbstlosen Einsatz vor allem junger Menschen für Klimaschutz, Energiewende und sozialen Ausgleich. Solange die deutsche Exekutive Individualrechte höher bewertet als die Sicherung der Lebensgrundlagen aller, solange sinken die Chancen auf eine lebenswerte Zukunft. 1972 erschütterte ein Buch die Fortschrittsgläubigkeit der Welt, die Grenzen des Wachstums. Der erste Bericht an den Club of Rome gilt seither als die einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Zum 90-jährigen Jubiläum blicken renommierte Wissenschaftler abermals in die Zukunft und legen ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte Welt vor. Um den trägen Tanker Erde von seinem zerstörerischen Kurs abzubringen, verbinden sie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Ideen für eine andere Wirtschaft. Der aktuelle Bericht an den Club of Rome liefert eine politische Gebrauchsanweisung für 5 wesentliche Handlungsfelder, in denen mit vergleichbar kleinen Weichenstellungen große Veränderungen erreicht werden können. Gegen die Armut im globalen Süden, gegen grassierende Ungleichheit, für eine regenerative und naturverträgliche Landwirtschaft, für eine umfassende Energiewende und für die Gleichstellung der Frauen. Wer wissen will, wie sich eine gute Zukunft realisieren lässt, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Der Club of Rome ist einer der bekanntesten Thinktanks der Welt. Er wurde 1968 gegründet und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Bekannt wurde die gemeinnützige Organisation durch den Bericht »Die Grenzen des Wachstums«, der über 30 Millionen Mal verkauft wurde. Ein kurzer Auszug aus der Einleitung im Buch »Earth for All«, ein Survival Guide für unseren Planeten, der neue Bericht an den Club of Rome. Dies ist ein Buch über unsere Zukunft, die kollektive Zukunft der Menschheit in diesem Jahrhundert, um genau zu sein. Die Zivilisation steht an einem Scheideweg. Wir schlagen eine Reihe von politischen Maßnahmen vor, um sicherzustellen, dass auf die reichsten 10% nicht mehr als 40% des Nationaleinkommens entfallen. Das ist zwar weit entfernt von der vollständigen Einkommensgleichheit, die ohnehin eine unmöglich zu realisierende Utopie ist, aber wir halten es für das notwendige Minimum, das funktionierende demokratische Gesellschaften in diesem Jahrhundert erreichen können. Eklatante Ungleichheit untergräbt Vertrauen und erschwert es demokratischen Gesellschaften, langfristige kollektive Entscheidungen zu treffen, die allen zugutekommen und entsprechend von allen akzeptiert werden können. Das würde bedeuten, dass es uns eher nicht gelingen wird, die Emissionen zu reduzieren, die Wälder zu schützen, das Süßwasser zu bewahren und die globale Temperatur auf einem nach wissenschaftlichen Schätzungen relativ sicheren Niveau plus 1,5 Grad Celsius zu stabilisieren. Ein solches Scheitern wird weltweit noch extremere Hitzewellen, Ernteausfälle und Preisschocks für Nahrungsmittel zur Folge haben. Ungleichheiten werden sich verschärfen, das Vertrauen wird weiter untergraben und die Regierbarkeit auf eine harte Probe gestellt werden. Das Fenster ist noch offen, um eine Erde für alle zu erreichen und damit menschliches Wohlergehen innerhalb der planetaren Grenzen. Eine konzertierte Anstrengung zur Umverteilung des Wohlstands kann innerhalb und zwischen den Nationen Vertrauen schaffen und einen Spielraum für langfristige Entscheidungen öffnen, um existenzielle Herausforderungen wie Klimakatastrophen oder künftige Pandemien zu bewältigen. Eine rasche wirtschaftliche Entwicklung entsprechend der 5 außerordentlichen Kehrtwenden
könnte die absolute Armut innerhalb einer einzigen Generation beseitigen. Eine schnelle Abkehr von den fossilen Brennstoffen und von auf Verschwendung basierenden Nahrungsmittelketten hat das Potenzial, allen Gesellschaften langfristig Energie- und Ernährungssicherheit zu bringen. Milliarden von Menschen, die derzeit in überfüllten Städten unter entsetzlicher Luftverschmutzung leiden, werden im Zuge der wirtschaftlichen Transformation wieder saubere Luft atmen können. Und eine saubere, durch exponentielle Technologien ermöglichte Energierevolution kann einkommensschwache Länder in die Lage versetzen, ihre materiellen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die historischen Fehler der reichen Nationen zu wiederholen. Diese außerordentlichen Kehrtwenden sind Ausdruck dafür, dass uns unsere Zukunft wirklich am Herzen liegt. Unsere Analyse zeigt klar und deutlich, dass sich im kommenden Jahrzehnt die schnellste wirtschaftliche Transformation der Geschichte vollziehen muss. Dieses Buch macht es sich zur Aufgabe, die Leserinnen und Leser davon zu überzeugen, dass wir es schaffen können. Dazu müssen wir die bretteste Koalition aufbauen, die die Welt je gesehen hat. Das wird notwendig sein, wenn sich in den kommenden Jahrzehnten die wirtschaftliche Macht vom alten, dominanten Westenbevölkerung, Most of the World, wie wir es nennen, verlagert. Dazu brauchen wir in allen Regionen engagierte Mehrheiten. Die politische Linke ebenso wie die konservative Rechte, die politische Mitte ebenso wie die Grünen, die Nationalisten ebenso wie die Globalisten, die Manager ebenso wie die Arbeiter, die Unternehmen ebenso wie die Gesellschaft, die Wähler ebenso wie die Politiker, die Lehrer ebenso wie die Schüler, die Rebellen ebenso wie die Traditionalisten, die Großeltern ebenso wie die Teenager. Das globale Wirtschaftssystem muss umgebaut werden. Insbesondere müssen wir das ökonomische Wachstum überdenken, damit Volkswirtschaften, die wachsen müssen, wachsen können. Und Volkswirtschaften, die zu viel verbrauchen, neue Betriebssysteme entwickeln. Wir müssen den Materialverbrauch überdenken, der sich Prognosen zufolge ohne die außerordentlichen Kehrtwenden bis 2060 verdoppeln wird. Dazu muss das globale Finanzsystem umgestaltet werden, von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugute kommt und nicht nur den obersten 10%. Für all dies brauchen wir effizientere, intelligentere und tatkräftigere Staaten, die über den engen Horizont hinausblicken und die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger an die erste Stelle setzen. Die Regierungen müssen aktiv Innovationen unterstützen, Märkte neu gestalten und den Reichtum umverteilen. Die Regierungen müssen also endlich aufwachen. Schließlich ist es die oberste Aufgabe eines Staates, seine Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu bewahren. In diesem instabilen Jahrhundert gilt es, in Systemen zu denken, global zu handeln und künftige Generationen zu schützen. Unsere Analyse zeigt klar und deutlich, dass sich im kommenden Jahrzehnt die schnellste wirtschaftliche Transformation der Geschichte vollziehen muss. Sie ist größer als der Marshallplan, die wirtschaftlichen Investitionen, mit denen Europa nach zwei Weltkriegen wieder aufgebaut wurde. Sie ist größer als die grüne Revolution der 50er und 60er Jahre, die in Asien und Afrika die Landwirtschaft industrialisierte und dazu beitrug, Hungersnöte zu beenden.
Sie ist größer als die antikolonialen Bewegungen, die Mitte des 20. Jahrhunderts zur Entstehung unabhängiger Staaten führten. Sie ist größer als die Bürgerrechtsbewegungen der 60er Jahre, die marginalisierten Gruppen in den Vereinigten Staaten, in Europa und anderswo mehr Gleichberechtigung brachten. Sie ist größer als das Projekt Mondlandung, das in den 60er Jahren etwa 2% des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts kostete. Sie ist größer als das chinesische Wirtschaftswunder der vergangenen 30 Jahre, das 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Sie ist sehr viel größer als die Entwicklungshilfe, die Industrienationen ihren ehemaligen Kolonien zukommen ließen. Sie ist all dies zusammengenommen, aber ein Vielfaches davon.